Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der heutigen Sitzung zum somatosensorischen System. Wir haben uns im ersten Teil angeschaut, wie wir denn Informationen über Berührung unseres Körpers, die Stellung unseres Körpers im somatosensorischen System leiten. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir uns eine Sonderform der somatosensorischen Wahrnehmung anschauen, nämlich die Schmerzwahrnehmung. Und bei der Schmerzwahrnehmung, da kommen wir als Psychologen ein bisschen ein Problem, denn wir müssen einmal unterscheiden das Konzept Schmerz, das ja eine sehr bewusste Erlebensqualität ist und die auch ein sehr subjektives Erleben sein kann, die auch stark mit Emotionen zusammenhängt, also mit beispielsweise einem gefühlten Schmerz im Kontext von einer Beleidigung oder einer Trauerreaktion. Das müssen wir abgrenzen von der tatsächlichen Schmerzwahrnehmung, der sogenannten Nozizeption, das also hier das Korrelat einer neuronalen Aktivität ist, für die auch nicht unbedingt ein Bewusstsein notwendig ist, die hier also die reine Leitung von schmerzhafter Information ist. Und wir wollen uns jetzt mal auf die Nozizeption beschränken, also auf die Leitung eines schmerzhaften Reizes in unserem somatosensorischen System. Diese Nozizeption, die hängt im Grunde zusammen mit Rezeptoren, mit reizaufnehmenden Zellen, die wir jetzt im ersten Teil auch schon kennengelernt haben. Und zwar sind das vor allem die freien Nervenendigungen. Diese freien Nervenendigungen, das hatten wir schon kennengelernt, das sind somatosensorische Nerven, die ihren Zellkern im Spinalganglion, im dorsalen Spinalganglion haben und die jetzt hier in sowohl innere Organe als auch unsere Haut ziehen. Das sind primäre Sinneszellen, wir haben also hier Rezeptoren, die mit Ionenkanälen zusammenhängen, die zu einer Depolarisation führen und direkt ein Aktionspotenzial dann an das Axon und das somatosensorische Neuron weiterleiten können. Wir nehmen hier als schmerzhaft eben zum einen thermische Reize wahr, also Hitze und Kälte, aber auch mechanische Reize, also starker Druck, starker Zug, ein Schlag, polymodale Reize, also beispielsweise haben wir Rezeptoren, die für ganz unterschiedliche Reizklassen relevant sind. Und wir haben auch sogenannte stille Rezeptoren, die eine ganz bestimmte Sonderform von freien Nervenendigungen für unsere inneren Organe darstellen. Und wir sehen es hier schon am Schaubild, auch wieder hier, genau wie im somatosensorischen System, haben wir unterschiedliche Klassen von Neuronen, die hier mit diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen zusammenhängen. Und das können Sie sich so ganz ähnlich vorstellen. Also alles das, was wir eben über das somatosensorische Nervensystem wahrnehmen, also Veränderungen der Temperatur oder mechanische Veränderungen, werden über A-Delta-Fasern transportiert, also Anteile des somatosensorischen Neurons. Polymodale Reize, also hier Schmerzreize, werden über die nicht-myelinisierten C-Fasern transportiert. Und dann haben wir eben noch als Unterklasse die nicht-myelinisierten, sehr schmalen Silent-Rezeptoren, die stillen Rezeptoren. Schauen wir uns hier das Ganze mal in der Übersicht an. Wir haben also unterschiedliche Reizklassen, die von unterschiedlichen Informationen angesprochen werden, die über unterschiedliche Fasern transportiert werden und die wir an unterschiedlichen Orten in unserem Körper finden. Ganz wichtig eben hier, alles, was mit Schmerz zu tun hat, wird über diese A-Delta- und C-Fasern transportiert. Und das sind eher langsam leitende Neurone. Wir haben also sehr dünne Nervenzellen, dünne Axone, die, wie sie im Beispiel von den C-Fasern sind, auch nicht myelinisiert sind. Also A-Delta-Fasern, die sind myelinisiert, C-Fasern, die sind nicht myelinisiert. Das heißt, wir haben hier unterschiedlich schnelle Transportwege in unserem somatosensorischen System und in unserem Schmerzsystem. So, das würde ja eigentlich, dass wir beispielsweise ein Schmerzsignal unterscheiden können in einen akuten ersten Schmerz, der eine sehr kurze Zeit andauert, sehr intensiv ist, und dann einen lang anhaltenden sekundären Schmerz. Diese beiden unterschiedlichen Wahrnehmungen des Schmerzes, die werden eben über unterschiedliche Fasern in unserem Nervensystem transportiert. Wenn Sie sich also vorstellen, Sie
stoßen sich mit ihrer Hand an irgendeinem Objekt oder stoßen sich ihren Kopf an. Dann haben Sie jetzt zunächst einmal die rein mechanische Wahrnehmung der Verformung der Haut. Und diese rein mechanische Wahrnehmung der Verformung der Haut, die wird ja über unser somatosensorisches System transportiert, hier über diese A-Alpha- und A-Beta-Fasern, die sehr dicke Axone haben, die myelinisiert sind, die also diese reine taktile Wahrnehmung, diese reine Veränderung der Haut sehr schnell in unser somatosensorisches System transportieren. Etwas langsamer wird dann tatsächlich diese erste Schmerzinformation transportiert, also dieser erste schmerzhafte Reiz über die A-Delta-Fasern und dann die tatsächliche eigentliche Schmerzwahrnehmung wird dann erst sehr lange und sehr langanhaltend über die C-Fasern transportiert, also mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung transportiert. Das kennen Sie vielleicht von sich selbst, wenn Sie sich mal in den Finger geschnitten haben, dann tut das zunächst eigentlich überhaupt nicht weh, sondern die Wahrnehmung dieses Schmerzes, die dauert so ein bisschen, die kommt also erst nach und nach und hält dann auch tatsächlich relativ lange an, solange eben hier diese Information über die C-Fasern transportiert wird. Schauen wir uns also jetzt mal an, wie eigentlich hier an diesen Schmerzfasern ein Signal erzeugt wird. Also schauen wir uns die Transduktion, die Signalerzeugung in unserem nozizeptiven System an. Schauen wir uns an, also wir haben hier zum Beispiel eine Verletzung. Diese Verletzung, die führt zu einer mechanischen Verformung an unserer Haut. Also ich schneide mich und dieses Schneiden führt dazu, dass sich meine Haut verändert. Das führt also erstmal zu einer Verformung der Ionenkanäle. Hier gehen also Ionenkanäle an diesen freien Nervenendigungen oder in meiner Haut auf. Hier wird also erstmal diese rein mechanische Information transportiert. Diese Verletzung an der Haut, die hier auftritt, die setzt aber ganz bestimmte Transmitter, ganz bestimmte Botenstoffe frei, die sogenannten Proteasen oder auch ATP und Adenosintriphosphat, das haben wir auch schon kennengelernt, Wasserstoff, aber auch Kalium. Also das sind so alles so Stoffe, die werden bei so einer Verletzung an der Haut oder am Gewebe freigesetzt. Und diese ganzen Stoffe, die aktivieren jetzt ganz bestimmte Rezeptoren an den freien Nervenendigungen, die dann eine Information transportieren. Ganz wichtig dabei ist, all diese Prozesse führen zu einem Öffnen von Ionenkanälen, sodass es hier eben zu einer Depolarisation an diesen Rezeptoren, an diesen freien Nervenendigungen kommen kann und somit ein Aktionspotenzial weitergeleitet werden kann. Und dann haben wir eben noch hier dann eine ganz bestimmte Kaskade von Prozessen, die abläufen, dass diese Proteasen, beispielsweise das Kininogen, das ist ein Peptid, in Bradykinin umwandeln und dieses Bradykinin, das ist dann eben relevant für die Aktivierung von ganz bestimmten Rezeptoren in unserem nozizeptiven System. Und das führt dann eben dann zu einer Weiterleitung von unserem Schmerz. Das Interessante dabei ist, und das ganz Wichtige hier ist, dass wir hier bei der Verschaltung von diesem nozizeptiven System, von unseren peripheren Nervenzellen auf die Nervenzellen in unserem Rückenmark, da haben wir einen Sonderfall, den wir sonst eigentlich sehr selten in unserem Nervensystem kennenlernen, denn hier haben wir Neurone, die haben mehr als eine Neurotransmitterklasse. An sich, erinnern Sie sich, als wir diese synaptische Übertragung kennengelernt haben, hatten wir gelernt, dass jedes Neuron nur eine Art von Neurotransmitter besitzt. Hier, an der Verschaltung der Schmerzinformation im Rückenmark, haben wir jetzt Neurone mit zwei Neurotransmittern, also ein gleichzeitiges Ausschütten von Glutamat und Substanz P. Also hier haben wir zwei Neurotransmitter, unseren erregenden Neurotransmitter Glutamat und die sogenannte Substanz P, ein Neurotransmitter hier in der Schmerzwahrnehmung. Die werden von den gleichen Neuronen freigesetzt. Und Sie sehen es hier schon im Schaubild, erinnern Sie sich nochmal an diese Organisation in unserem Rückenmark, in die verschiedenen Schichten hier, in unserem nozizeptiven System, da sind wir in der Schicht 1, also in der äußersten Schicht von unserem Dorsalhorn im Rückenmark. Hier findet eben diese Verschaltung aus dem ersten Neuron ans zweite Neuron in unserem nozizeptiven System statt. Schauen wir uns also jetzt mal
die Rezeptoren in unserem nozizeptiven System genauer an. Ich hatte es schon gesagt, eine Möglichkeit ist eben hier diese reine mechanische Verformung, die dann dazu führt, dass sich mechanosensible Ionenkanäle öffnen. Eine zweite Klasse von Rezeptoren sind die sogenannten Bradykininrezeptoren. Diese Bradykininrezeptoren, das sind chemosensitive Rezeptoren, also das sind Rezeptoren, die haben eine Bindungsstelle für einen ganz bestimmten Transmitter, für einen ganz bestimmten Botenstoff, nämlich das Bradykinin. Und diese Rezeptoren, die lösen dann eine G-Protein gekoppelte Second-Messenger-Kaskade aus. Erinnern Sie sich nochmal, das hatten wir schon kennengelernt, diese intrazellulären Prozesse bei den metabotropen Rezeptoren, also hier der Bradykininrezeptor, ein metabotroper Rezeptor, der hier eine G-Protein gekoppelte Signalkaskade auslöst. Also die Bindung von Bradykinin an den Rezeptor löst also hier diese G-Protein gekoppelte Signalkaskade aus und diese Signalkaskade führt dann zur Aktivierung eines sogenannten TRP-Kanals. TRP steht dabei für Transient Receptor Protein, das ist also ein Ionenkanal in meiner Zellmembran, der hier aktiviert wird. Und der wird eben hier durch diese Signalkaskade aktiviert. Dadurch geht er dann eben auf und hier Calcium kann hier einströmen. Also hier Calcium ganz stark beteiligt. Und dann hier ganz interessant, durch dieses einströmende Calcium können dann weitere von diesen TRP-Kanälen geöffnet werden. Hier in dem Fall dann beispielsweise der TRPA1-Rezeptor, Ionenkanal, der durch eine Veränderung an der Calcium-Konzentration geöffnet wird. Also Sie sehen schon hier, dieses Bradykinin, das hier bei Verletzungen freigesetzt wird, das löst dann so eine ganz weitläufige, ganz vielfältige Signalkaskade aus. Und jetzt schauen wir uns mal diese TRP-Rezeptoren genauer an. Das sind eben Transient Receptor Protein-Kanäle, die aktiviert werden, unter anderem durch eine G-Protein-vermittelte Signalkaskade, wie wir es gerade eben gesehen hatten. Also beispielsweise Bradykinin bindet an den Bradykinin-Rezeptor, das löst diese Signalkaskade aus und unsere TRP-Rezeptoren gehen auf. Aber diese TRP-Rezeptoren, diese Ionenkanäle, die können auch durch thermische oder chemische Reize aktiviert werden. Also beispielsweise durch eine Veränderung der Temperatur kann sich diese Struktur an diesen Rezeptoren, an diesen Ionenkanälen verändern und sie können weniger oder stärker durchlässig werden. Oder ganz bestimmte chemische Reize können direkt auch diese TRP-Rezeptoren aktivieren. Wir werden in der letzten Sitzung unserer Vorlesungsreihe auf die chemischen Sinne eingehen, also Geruch und Geschmack. Und hier bei ganz bestimmten Geschmacksstoffen haben wir genau die gleichen Rezeptoren, die hier Informationen transportieren. Schauen wir uns beispielsweise mal den TRPV1-Rezeptor an. Das ist dieser Transient Receptor Protein Ionenkanal. Der wird aktiviert durch Temperaturen von etwa 50 Grad. Also wenn ich meine Haut auf eine relativ hohe Temperatur, 50 Grad, erwärme, also ein Objekt von 50 Grad Wärme auf meine Haut bringe, dann verändert dieser Rezeptor seine Konfiguration und signalisiert diese Temperaturveränderung als schmerzhaften Hitzeschmerz. Genauso wird der gleiche Rezeptor aber auch aktiviert durch einen ganz bestimmten chemischen Stoff, durch unser Capsaicin. Und dieses Capsaicin, das kennen Sie beispielsweise aus der Chili. In einer Chilischote haben wir genau dieses Capsaicin, das dann genau den gleichen Rezeptor aktiviert. Deswegen fühlt sich Chili heiß an. Also wenn Sie beispielsweise mit Chili kochen und Sie bekommen Chili auf die Haut, dann fühlt sich das heiß an, weil es hier tatsächlich den gleichen Rezeptor aktiviert wie der Hitzeschmerz. Und wenn Sie sich beispielsweise beim Kochen, wenn Sie mit Chili kochen, anschließend die Augen fassen, dann wissen Sie, das tut auch ganz schön weh. Also es ist ja tatsächlich die gleiche Information, die hier kodiert wird. Über diese TRP-Rezeptoren wird auch noch eine weitere Klasse von somatosensorischer Wahrnehmung wahrgenommen, nämlich der Juckreiz. Unser Juckreiz, das ist eine ganz, ganz interessante Wahrnehmung, die in den Bereich der Schmerzwahrnehmung gehört. Und diese Schmerzwahrnehmung, dieses Juckreizes, erfolgt auch über die chemische Aktivierung von
diesen TRP-Rezeptoren, die an diese langsam leitenden C-Fasern gebunden sind. Hier werden also, je nachdem, was für Stoffe hier auf diese Haut kommen, nehmen wir diese Aktivierung durch diesen chemischen Stoff über eine lange Zeit hinweg als Juckreiz wahr. Und das ist eine ganz besondere Klasse von schmerzhafter Wahrnehmung. Schauen wir uns jetzt aber nochmal genauer an, was denn bei einer akuten Verletzung und im weiteren Verlauf einer Verletzung passiert. Bei einer akuten Verletzung, wir hatten es schon gesehen, ich habe eine Verletzung in meiner Haut. Diese Verletzung in der Haut setzt eine ganz bestimmte Signalkaskade frei. Unter anderem wird hier dieses Bradykinin freigesetzt, das hier zu den Hormonen zählt. Dieses Bradykinin, das aktiviert jetzt eben unsere Bradykinin-Rezeptoren, setzt hier diese Second-Messenger-Kaskade in Gang. Es werden hier TRP-Rezeptor-Ionenkanäle aktiviert, die gehen auf. Es kommt hier zu einem Ionenaustausch, also diese Aktivierung von diesen Nozizeptoren passiert. Es wird ja dann gleichzeitig noch die Substanz P freigesetzt. Diese Substanz P ist dann eben relevant für die Weiterleitung von Signalen am Rückenmark. Und es wird hier quasi, es kommt hier zu so einer ganz, ganz bestimmten Signalkaskade, wo eben ganz, ganz viele sowohl chemische als auch mechanische Übertragungswege beteiligt sind. Und im weiteren Verlauf von so einer akuten Verletzung kommt es dann zu einer Entzündung. Nach so einer Verletzung, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie sich mal irgendwo in den Finger geschnitten haben, Sie kochen beispielsweise, schneiden sich in den Finger, dann haben Sie eben eine akute Wahrnehmung eines Schmerzes. Und im weiteren Verlauf kommt es zu einem Anschwellen des Bereiches und zu einer stärkeren Durchblutung am Bereich dieser Verletzung. Diese Substanz P, die bei so einer akuten Verletzung ausgeschüttet wird, die führt zu einer Aktivierung von CGRP. CGRP, Calcitonin Gene Related Peptide, also ein Peptid, wir erinnern uns nochmal, Peptide, das sind diese langen Aminosäureketten, die wird hier also aktiviert und das führt dann zur Freisetzung von sogenannten Histaminen aus Mastzellen. Histamine hatten wir auch schon mal ganz kurz kennengelernt in der Sitzung zu unserem Hormonsystem. Diese Histamine, die sind eben jetzt relevant für diese Vermittlung von solchen Entzündungsreaktionen und von der Vermittlung von Durchblutungsprozessen in unserer Haut. Das erregt jetzt also wiederum unsere Nozizeptoren, also dieser Bereich, der jetzt hier, an dem wir diese Entzündung haben, der ist also erregt. Da haben wir also eine erhöhte Erregung in unseren Nozizeptoren. Das heißt, der ist jetzt schmerzempfindlicher, so ein bisschen als Schutzmechanismus. Die Substanz P wird freigesetzt. Unsere Blutgefäße erweitern sich unter Steuerung eben von diesem CGRP und das führt dann eben wiederum zu einer erweiterten Freisetzung von unserem Bradykinin, zur Freisetzung von diesem Histamin. Wir haben also hier so einen Kreislaufprozess, der dann hier diesen Entzündungsprozess aufrechterhält, um eben hier dann an dem Schutzmechanismus dieses verletzten Bereiches eine Rolle zu spielen. Ganz wichtig dabei eben ist hier, durch diesen ganzen Prozess wird diese Schmerzwahrnehmung an diesem Bereich gesteigert. Das kennen Sie vermutlich, wenn Sie sich mal einen Finger geschnitten haben oder irgendwo verletzt haben, dann ist dieser Bereich sehr, sehr empfindlich. Das ist quasi für uns ein Schutz, dass wir sagen, okay, diesen Bereich, den schone ich jetzt mal ein bisschen, da fasse ich jetzt nicht ständig hin, weil das tut jedes Mal weh. Jetzt gehen wir mal ganz kurz noch auf eine Sonderform unserer Schmerzwahrnehmung ein, bevor wir uns den schmerzleitenden Bahnen zuwenden. Und zwar hatte ich es ja schon gesagt, wir nehmen Informationen auf, die schmerzleitenden Informationen, das sind Nervenzellen, die haben ihre Zellkerne in dem Dorsalganglion und diese Axone ziehen dann eben beispielsweise in unserer Haut und von diesem Dorsalganglion zieht dann eben das Axon weiter ins Rückenmark, wo wir dann eben in den äußeren Bereichen des Dorsalhorns, also in den Schichten 1 und 2, eine Weiterverschaltung auf die nächsten Neurone haben. Und wir hatten es ja vorhin im ersten Teil schon kennengelernt, dass wir auf jeder Ebene unseres Körpers eine Verschaltung auf einem ganz bestimmten Rückenmarksegment haben. Das heißt, alle Information aus diesem Bereich des Körpers wird auf dem gleichen Rückenmarksegment verschaltet.
Das heißt, nicht nur Informationen aus meiner Haut, sondern auch Informationen aus dem Inneren, aus den inneren Organen, aus den Muskeln, wird alles am gleichen Ort in unserem Rückenmark verschaltet. Und hier kann es tatsächlich zu Fehlwahrnehmungen kommen, dass wir hier nicht mehr unterscheiden können, aus welchem Bereich kommt eigentlich genau dieser Reiz. Und das kann zum sogenannten übertragenen Schmerz führen, dass hier Neurone, die eigentlich unsere Hautoberfläche versorgen und Neurone, die unser Körperinneres versorgen, auf das gleiche weitere Neuron verschaltet werden. Und wir also hier nicht mehr differenzieren können, kommt der Reiz jetzt aus der Haut oder kommt er aus dem inneren Organ. Und so können wir tatsächlich Schmerzwahrnehmung auf unserer Hautoberfläche als diagnostisches Instrument nutzen, um herauszufinden, aus welchem inneren Organ kann beispielsweise ein Schmerz kommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir diese Informationen in unserem nozizeptiven System eigentlich weiterleiten. Die erste aufsteigende Bahn, die wir uns in unserem nozizeptiven System anschauen müssen, die haben wir schon kennengelernt. Das ist der sogenannte Vorderseitenstrang oder spinothalamische Trakt. Den spinothalamischen Trakt, den haben wir gerade im ersten Teil schon kennengelernt im Kontext der Wahrnehmung aus unserem somatosensorischen System. Das ist hier der wichtigste Pfad für die Wahrnehmung von Schmerzreizen und von thermischen Reizen, der aber auch beteiligt ist an der Wahrnehmung von sehr groben Schmerzen, von sehr großflächigen Schmerzen oder von großflächigen Wahrnehmungen aus unserem somatosensorischen System. Wir hatten es schon kennengelernt. Wir haben hier das erste Neuron, das sitzt eben hier im Zellkern im Dorsalganglion und das wird jetzt hier verschaltet in den Schichten 1 und 2 des Dorsalhirns im Rückenmark auf das zweite Neuron und das zweite Neuron kreuzt auf im gleichen Rückenmarksegment auf die kontralaterale Seite und dann zieht dann weiter bis hin zu unserem Thalamus, um dann eben weitergeleitet zu werden an unseren somatosensorischen Kortex. Also hier diese Schmerzwahrnehmung im spinothalamischen Trakt wird hier genauso wie unsere somatosensorische Wahrnehmung an unser somatosensorisches System weitergegeben. Aber ganz wichtig, die wird eben nicht nur hier weitergegeben, sondern die wird hier auch, hier gibt es auch eine Aufspaltung, dass die Information hier zu Assoziationsarealen beispielsweise in der Insula läuft. Wir haben also ein ganz bestimmtes Netzwerk von Arealen in unserem Gehirn, die mit Schmerzwahrnehmung assoziiert sind, die auch ganz viel mit Aufmerksamkeit assoziiert sind. Und die finden wir unter anderem hier ganz stark beteiligt, unsere Insula, also den Bereich, wenn ich hier Temporallappen und Parietallappen auseinanderziehe, dann sitzt dahinter die Insula oder auch unser anteriores Zingulum, also dieser Bereich hier, diese tiefliegenden Bereiche in unserem Neokortex oberhalb von Balken. Also diese ganzen tiefliegenden Bereiche, die sind ganz relevant für unsere Schmerzwahrnehmung. Die zweite Bahn, die wir kennenlernen, ist der sogenannte spinoretikuläre Pfad. Sie merken es schon am Namen, spinoretikulär, spino, das ist vermutlich unser Rückenmark und retikulär, das ist irgendwie unser retikuläres System. Retikuläres System, Sie erinnern sich nochmal, das war diese Kerngebiete in unserem Hirnstamm. Und hier haben wir also ganz ähnlich, wie wir es auch in unserem spinothalamischen Trakt haben, eine Anordnung. Das heißt, wir haben hier eine Verschaltung im gleichen Rückenmarksegment auf die kontralaterale Seite. Und dann wird hier aber nicht die Information bis zum Thalamus hin transportiert, sondern wird hier schon auf Ebene der Medulla oblongata im retikulären System verschaltet. Wir haben hier also keine direkte Verbindung vom Rückenmark zum Thalamus, sondern haben nochmal eine Verschaltungssituation dazwischen, eine Verschaltungsstation dazwischen in unserem Hirnstamm in der Formatio reticularis. Und dieser spinoretikuläre Trakt mit der Aktivierung der Formatio reticularis, der ist sehr wichtig, vor allem für so eine großflächige allgemeine Erregungssteuerung. Wir haben hier in diesem spinoretikulären Trakt sehr große rezeptive Felder, also eine sehr großflächige Aktivierung, also keine so eine feine Differenzierung der Wahrnehmung. Und hier geht es eher um so eine Modulierung der Erregung. Also die Information, die hier in unserer Formatio reticularis ankommt, die führt dazu, dass unsere Großhirnrinde
als Gesamtes erregt wird. Wir haben ja also hier einen großen Anteil auch von Aufmerksamkeitssteuerung und hier vermutlich auch eine sehr starke affektive Komponente, also diese aufsteigende Erregung, die hier an der Schmerzwahrnehmung beteiligt ist. Dann haben wir zu guter Letzt auch noch unseren spinomesenzephalen Trakt. Auch hier der Name sagt es schon, Mesencephalon, Sie erinnern sich nochmal, unser Mittelhirn, also hier eine Informationsweiterleitung, die gar nicht erst an unsere Großhirnrinde kommt, sondern die bleibt hier auf Ebene unserer tiefen Hirnregion. Ganz ähnlich hier die Verschaltung. Wir haben eine Verschaltung aufs erste Neuron im gleichen Rückenmarksegment und dann ziehen diese Neurone weiter bis eben hier in unser Mittelhirn, in das sogenannte periaqueduktale Grau. Und dieses periaqueduktale Grau, das ist ein Kerngebiet, eine Ansammlung von Nervenzellen, eben hier in unserem Mesencephalon. Und hier haben wir dann eben eine Weiterleitung, vor allem ans limbische System. Also hier haben wir eine Verschaltung, eine Verarbeitung, vor allem hier dieser affektiven Komponenten unserer Schmerzwahrnehmung. Ganz wichtig hier, dieses periaqueduktale Grau ist auch ganz relevant dann für den gegenläufigen Prozess, nämlich für die absteigende Schmerzhemmung. Wir können unsere Schmerzaktivierung auch unsere Schmerzwahrnehmung sehr gut modulieren. Und für diese absteigende Schmerzhemmung, also für diesen hemmenden Einfluss auf unsere Schmerzwahrnehmung, da ist jetzt hier dieses periaqueduktale Grau bzw. die Raphe-Kerne in unserem Mesencephalon ganz relevant. Wir haben hier Nervenzellen, Nervenzellen, deren Axone ziehen jetzt absteigend wiederum zu unserem Rückenmark. Und diese absteigenden Neurone, diese absteigenden Nervenfasern, die docken jetzt direkt, oder kommen jetzt direkt an den Projektionsneuronen auf Rückenmarksebene an. Hier läuft also eine Aktivierung jetzt absteigend aus dem periaqueduktalen Grau hin zur sogenannten Substantia gelatinosa in unserem Rückenmark und verschaltet hier oder beeinflusst hier direkt die terminalen Endknöpfchen aus unseren C-Fasern. Also schauen wir uns das nochmal an. Wir haben Informationen, schmerzhafte Informationen, die wir aufnehmen, nehmen wir über die C-Fasern in unserem somatosensorischen System auf. Und diese C-Fasern, die haben ihre erste Verschaltungsstelle im Dorsalhirn des Rückenmarks. Da wird also die Information von diesen C-Fasern auf das zweite Neuron, auf das Projektionsneuron umgeschaltet. Und genau an dieser Verschaltungsstelle wirken jetzt diese absteigenden Nervenfasern und beeinflussen jetzt die Aktivierung hier am terminalen Endknöpfchen, also an der Synapse dieser C-Fasern. Und diese Stoffe, die hier beteiligt sind, das sind endogene, also körpereigene Opioide. Opioide können wir auch körperfremd, also exogen zu uns nehmen, über beispielsweise Opium oder Morphium, das sind so schmerzstillende Stoffe. Aber wir haben auch endogen, also körpereigene Opiate und die wirken genau hier auf diese Übertragung. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Schauen wir also hier diese absteigende Schmerzhemmung, diese absteigende Information hier auf Ebene des Dorsalhirns im Rückenmark an. Wir haben hier also unsere noradrenergen Projektionsfasern aus dem periaqueduktalen Grau bzw. aus den Raphe-Kernen, also hier Nervenzellen mit Noradrenalin als Neurotransmitter, die hier absteigen. Und die haben jetzt ihren Endpunkt direkt an den postsynaptischen Projektionsphasen. Also Sie sehen es hier im Schaubild, die wirken jetzt hier also entweder direkt hemmend auf diese C-Fasern oder sie wirken auf ganz bestimmte Interneurone, die beispielsweise Enkephalin, also einen weiteren Neurotransmitter, als Botenstoff haben. Und wir haben hier also hier das Enkephalin, das ist auch so eine Klasse von Opioiden. Hier haben wir unterschiedliche Opioide, die hier an dieser absteigenden Schmerzhemmung beteiligt sind. Was Sie sich hier merken sollten, ist eben hier dieser Kreislauf aus
aufsteigende Aktivierung von diesen aufsteigenden Fasern hin zu unserem periaqueductalen Grau und dann diese absteigende Information über noradrenerge Fasern aus dem periaqueductalen Grau hin zu unserem Rückenmark und hier eben dieser hemmende Einfluss auf die Verschaltung von diesen C-Fasern auf die Projektionsfaser. Und dieser absteigende Einfluss, der hemmt jetzt beispielsweise die Übertragung an einer glutamatergen Synapse. Also an diesen C-Fasern, das hatten wir ja vorhin schon gelernt, da wird Substanz P und Glutamat als Neurotransmitter freigesetzt. Wir haben hier also eine glutamatergische Synapse von der C-Faser auf das Projektionsneuron, auf das zweite Neuron. Und hier auf diese glutamatergische Synapse wirken jetzt hier diese noradrenergen absteigenden Neurone hemmen. Eine andere Möglichkeit, unsere Schmerzwahrnehmung zu hemmen, ist die gleichzeitige Aktivierung von somatosensorischen Neuronen. Das geht einher mit der sogenannten Gate Control Theory. Diese Gate Control Theory beschreibt, wie eine gleichzeitige Aktivierung von schmerzleitenden C-Fasern und somatosensorischen A-Alpha- und A-Beta-Fasern zu einer Hemmung der Schmerzwahrnehmung führen kann. Schauen wir uns diese Schmerzhemmung im Kontext dieser Gate Control Theory auf Ebene des Rückenmarks mal an. Wir haben einen schmerzhaften Reiz, also beispielsweise ich schneide mich oder ich schlage mich an, ich habe eine Verletzung und diese Verletzung, die aktiviert eben meine nozizeptiven C-Fasern. Diese nozizeptiven C-Fasern, die haben jetzt eben eine Verschaltung auf Ebene des Rückenmarks, sowohl auf Interneurone als auch auf Projektionsfasern. Das ist genau diese Verschaltung, die wir gerade eben schon kennengelernt haben. Also eine C-Faser hat eine glutamatergische Synapse mit einer weiterleitenden Projektionsphase. Sprich, ich verletze mich, wir haben hier eine Übertragung von unserer C-Faser auf eine Projektionsphase. Das ist aber nicht ein einzelner aktivierender Pfad, sondern wir haben hier noch eine Abspaltung, die dann ein Interneuron aktiviert und dieses hemmende Interneuron wirkt dann eben auch wieder bremsend auf diese Projektionsphase. Also wenn wir uns einfach nur diesen Weg im Kontext dieser C-Faser anschauen, dann haben wir eben einmal eine erste Aktivierung, die erste aktiviert dann die C-Faser und dann die nachgeschaltete Aktivierung über das Interneuron wirkt dann auch wieder hemmend, also dann hört der Schmerz irgendwann auch wieder auf. Ganz wichtig hier, denken Sie dran, jede synaptische Verschaltung kostet Zeit, wir schalten hier ein Interneuron dazwischen, das heißt, wir haben hier eine zeitliche Verzögerung in der Aktivierung und der Hemmung über das Interneuron. Und jetzt kommt hier ein Prozess ins Spiel, den kennen Sie ganz bestimmt. Und zwar, wenn wir uns verletzen, dann haben wir die Tendenz, uns an dem Bereich zu reiben oder zu pusten oder irgendwie diesen Bereich der Haut zu aktivieren. Und dieses Aktivieren dieses Bereichs der Haut durch ein somatosensorisches System, das aktiviert jetzt die A-Alpha- und A-Beta-Fasern. Und diese A-Alpha- und A-Beta-Fasern, die sind dickere Fasern, sie sind myelinisiert, die leiten also schneller. Das heißt, diese somatosensorische Information, die kommt hier schneller an als die schmerzhafte Information. Und diese somatosensorische Information, die wirkt jetzt auch wieder aktivierend auf ein hemmendes Interneuron. Und wir haben hier also eine relativ schnelle Aktivierung dieses hemmenden Interneurons. Das heißt, ich kann durch eine gleichzeitige Aktivierung oder anschließende Aktivierung meines somatosensorischen Systems diese Aktivierung des hemmenden Interneurons, also diesen hemmenden Einfluss auf die Schmerzwahrnehmung beschleunigen oder verstärken, um somit hemmend auf meine Schmerzwahrnehmung einzuwirken. Also, wir haben ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie unser Körper selbst mit der Schmerzwahrnehmung umgeht und hier Schmerzwahrnehmung auch wieder hemmt. Der erste Prozess ist die absteigende Schmerzhemmung aus unserem also die Aktivierung über diese die aufsteigenden Informationen von Nervenzellen in unserem periaqueductalen Grau, die dann eben hier die körpereigenen Opioide aktivieren und somit die Neurotransmission bremsen. Oder ich kann durch eine gleichzeitige Aktivierung meines somatosensorischen Systems diese hemmenden Interneurone aktivieren und somit die Schmerzwahrnehmung beeinflussen.
Natürlich können wir auch körperfremde Stoffe aufnehmen, also Opioide, Morphine, die eben hier genau diese Wirkweise der körpereigenen Opioide nachbilden und somit hemmend hier wirken. Oder beispielsweise auch Schmerzmittel wie beispielsweise Aspirin, die hier auf die Transmission auf Rückenmarksebene, sondern in der Peripherie wirken. Ich habe Ihnen hier nochmal mitgebracht eine Zusammenfassung über all diese ganzen Nervenzellen, die wir jetzt in unserem somatosensorischen System kennengelernt haben. Also die unterschiedlichen Arten von Rezeptoren, mit welchen Fasern sie zusammenhängen, mit welche Fasernamen wir auch da haben und mit welcher Sinnesmodalität diese unterschiedlichen Reize eigentlich zusammenhängen. Und Sie sehen schon, unser somatosensorisches System, das ist nicht nur einfach die Wahrnehmung unseres Körpers, sondern das ist ein ganz, ganz fein aufgetrenntes System nach ganz, ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen aus dem Körper, aus unserer Umwelt und auch aus dem Schmerz. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sitzung zum somatosensorischen System. Und ich hoffe, Sie haben so ein bisschen mitgenommen, welche Arten von Rezeptoren, welche Arten von Neuronen wir haben, welche Übertragungswege wir in unserem somatosensorischen System haben, wo unser somatosensorisches System in unserem Neokortex verarbeitet wird und wie Schmerz als Unterform der somatosensorischen Wahrnehmung verarbeitet wird und mit welchen Hemmungsprozessen unser Schmerz auch wieder gebremst wird. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen, wenn wir uns unserem nächsten Sinn zuwenden, nämlich unserem Sehsinn.